Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu der Eröffnung der 15. Hobbyausstellung Bürger stellen ihr Hobby vor, begrüßen zu dürfen. Besonders freue ich mich, dass aus dem Bezirksamt der Hausherr, Herr Bezirksstadtrat Schimmank und aus der BVV Frau Loof, Herr Marlow, Herr Scharmberg, der kommt bestimmt noch, und der Herr Biele zu uns gekommen sind. Ich begrüße die Delegation von den mit uns befreundeten Vereinen, wie Herrn Dieter Herrmann, dem Vorsitzenden vom Partnerschaftsverein, und das hatte sich angesagt, auch der Herr Strieg vom Ritzer Bürgerverein. Sollte ich jetzt noch jemand übersehen haben, bitte ich um Entschuldigung und würde mich freuen, wenn die neue Leiterin, Frau Korte, auch einige Worte noch an uns richtet. So, wollen wir mal uns jetzt besser zu verstehen etwas? Sonst müssen wir das Gemeinschaftshaus, meine Damen und Herren, gleich wieder abreißen und neu aufbauen. Ich freue mich, Sie im Namen des Bezirksamtes hier als Bezirksstadtrat begrüßen zu dürfen, wie der rührige Vorsitzende des Ruder Heimatvereins mich angekündigt hat. Sie gehören mit zu den ersten Gästen, die diesen wunderbar neu gestalteten großen Saal hier nutzen dürfen und kennen. Der Bezirk hat große Anstrengungen unternommen, sowohl das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung, deren Repräsentanten Sie hier unter uns weilen, dankenswerterweise, um das zu ermöglichen. Dass es sinnvoll ist, kann man schon daran erkennen, wie wunderbar schön hier die einzelnen Gegenstände, die Hobbys präsentiert werden, und es lädt richtig zum Verweilen ein. Man kann sich kaum lösen von den Angeboten, die Sie hier vielleicht in vielen Jahren zusammengesammelt haben. Wir begrüßen sowas außerordentlich, weil das Menschen zusammenführt und man auch dokumentiert, dass man auch anders miteinander zusammenleben kann, als wie mit Gewalt auf der Straße oder Ähnliches. Und wir hoffen auch, dass vielleicht der eine oder andere Jugendliche auch durch diese Präsentation hier angesprochen wird, um einen vernünftigen Weg ins Leben zu finden. Meine Damen und Herren, gibt es zurzeit aus Ihrer Sicht Probleme mit dem neuen Saal des Gemeinschaftshauses, oder sind Sie so glücklich wie ich? So, ich entnehme Ihre Mimik, Gestik, dass Sie glücklich sind, Herr Biele, Herr Marlow, dann haben wir das ja ganz gut gemacht, dass wir es so gemacht haben. So, für die guten Dinge des Lebens, meine Damen und Herren, um das nicht zu vergessen, ach, Frau Loof sehe ich auch noch, Dankeschön, aus der Bezirksverordnung, für die guten Dinge des Lebens, wenn Sie also sehr zufrieden sind mit diesem Haus, dann schreiben Sie mir bitte. Wenn Sie unzufrieden sind und schimpfen wollen, dann schreiben Sie bitte Frau Korte, der Leiterin des Gemeinschaftshauses, und sie wird es mir dann gefiltert weiterreichen. Ich wünsche Ihnen einen guten Ausstellungstag, Herr Zimmer, bedanke mich für Ihr Engagement und würde jetzt bitte Frau Leiterin, dass Sie das Wort nehmen. Dankeschön und einen guten Tag. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich außerordentlich, dass diese Hobbyausstellung hier stattfindet. Und wir werden noch alles dafür tun, dass sie weiter stattfinden kann. Wir müssen darüber im Gespräch bleiben, das will ich nur mal sagen. Ich bin nach meinem ersten Rundgang außerordentlich begeistert zu sehen, was es alles an Hobbys gibt. Das hat man sich ja zum Teil überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn ich dann auch noch ins Gespräch komme mit den Leuten und mitkriege, wie begeistert sie von ihrem Hobby sind und wie viel Zeit sie dafür investieren und wie viel Geld sie zum Teil auch dafür investieren, dann denke ich, meine Güte, was machen denn die vielen gelangweilten Menschen, die Schwierigkeiten mit ihrem Leben haben? Eigentlich müssten sie alle mal herkommen und müssten sehen, was man noch anfangen kann in seiner Freizeit, um dem Leben ein bisschen Struktur zu geben, um zufrieden zu sein und auch gesund zu bleiben. Ich denke, das hat nämlich auch etwas damit zu tun. Also, machen Sie alle weiter so. Ich hoffe, Sie animieren ganz viele Besucher heute, dass Sie sich auch ein tolles, interessantes Hobby suchen. Und wie gesagt, Herr Schimmank sagt es ja schon, wenn es Probleme gibt, wenden Sie sich ruhig an mich, das ist mein Part. Ab und zu würde ich auch mal gerne hören, wie toll es ist. Nicht nur alles an Herrn Schimmank weitergeben, sondern auch an mich oder vielleicht doppelt. Das motiviert mich dann auch.
Ich wünsche Ihnen heute und morgen wirklich erfolgreiche Tage, viele interessante Besucher, viele gute Gespräche auch untereinander, weil ich habe ja schon mitbekommen, dass man sich hier austauscht und auch sagt, wo es noch tolle Sachen zu tauschen gibt, die man unbedingt haben muss. Tun Sie das, nutzen Sie die Gelegenheit. Viel Erfolg für Ihre Ausstellung. Herr Stadtrat, die Hobbyfreunde werden strahlen, im neuen Haus die ersten Gäste zu sein. Und Sie hatten in Ihrer Laudatio vorhin schon darauf hingewiesen. Das neue Haus, hell, wunderschön und vieles hat sich verändert. Welche Vorteile sehen Sie in diesem Haus? Also der Bezirk hat ja sehr große Anstrengungen unternommen, dieses Haus hier zu sanieren. Das war notwendig, weil viele B- und Entwässerungen, sonst die Elektroleitungen mussten erneuert werden. Die Alternative wäre Schließung gewesen. Insgesamt haben wir für dieses Haus 6,4 Millionen Euro aufwenden müssen. Allerdings denke ich, dass es sich lohnt, nicht nur für die rund 40.000, 50.000 Ruder- und Grobestädter, sondern auch für die 300.000 Bewohner, die der Bezirk Neukölln hat. Was bieten wir neu? Also erstens ist die Klimatisierung wieder in Ordnung gebracht worden. Zweitens haben wir hier sehr viel Licht reingeholt, indem wir Glasfronten geschaffen haben nach draußen, sodass man Einblick hat in das schöne neue Foyer hier. Und dann haben wir noch einen kleinen Theatersaal hergerichtet. Das hat auch relativ viel Geld gekostet für 199 Menschen. Der große Saal fast ja 499 Menschen. Und dieser kleine Theatersaal, mit dem wir sehr zufrieden sind, ist besonders geeignet für unsere Neuköllner Schulen, weil wir hier in Neukölln ein sehr intensives Grundschultheater-Treffen und Grundschultheater-Spielen haben. Und dieser wird wunderbar angenommen von den Schulen und damit auch von den Kindern. Kurzum, wir hatten in den vergangenen Jahren 250.000 Besucher jährlich in diesem Gemeinschaftshaus. Ich bin mir sicher, und dann lohnt sich das auch, dass hier Jung und Alt sich wieder begegnen und diese Stätte intensiv nutzen werden. Wir hatten ja vor einigen Tagen hier diese Einweihung gehabt. Ich habe kein böses Wort gehört von den 500 geladenen Gästen. Eine Frage an Sie. Wie sieht es aus mit der Vorausbuchung? Ist das Haus in der nächsten Zeit ausgebucht? Ja, da die Leiterin des Gemeinschaftshauses, die wird schon hart bedrängt. Und es ist immer sehr schwierig, eine unangenehme Arbeit zu entscheiden. Wer zuerst kommt, malt häufig zuerst. Wir müssen allerdings prüfen, dass ja auch die Möglichkeit nach Groß Veranstaltungsmöglichkeiten bestehen, und ich muss Ihnen das auch sagen, das ist nicht ganz kostenlos. Die Hauptlast der Finanzierung trägt selbstverständlich der Bezirk, das ist politisch so gewollt. Gleichwohl müssen die beantragenden Vereine, Gemeinschaften auch einen Obolus dazu leisten. Das halten wir das Bezirksamt, für zumutbar. Der Heimatverein, der Rudow Heimatverein, hat in Verbindung mit den Hobbyfreunden dieses Jahr wieder diese Ausstellung gemacht. Eine Ausstellung, die sich vermutlicherweise sehen lassen kann. Ist das so? Ja, ich fand es faszinierend. Das erinnert ja teilweise auch an die eigene Jugendzeit, wenn man die alten Grammophone sieht oder aber auch hier die wunderbaren Handarbeiten, die dort verrichtet wurden. Das ist ein so buntes Angebot von den rund 60 Menschen, die hier ihre Sammlung präsentieren. Also da wird die bunte Welt wirklich reingeholt und die Menschen sind so recht stolz darauf, was sie selbst angefertigt haben oder beziehungsvoll sehr liebevoll gesammelt haben. Mir hat es persönlich ganz gut gefallen.
Ich möchte gerne nochmal darauf zurückzukommen. Sie hat den Hinweis gegeben, Theater, Schulen, der pädagogische Wert. Da würde ich ganz gerne nochmal Ihre Meinung hören. Sie haben das ja positiv angesprochen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie da noch ein paar Sätze zu sagen. Ich habe im Bezirksamt das Ressort Bildung, Schule, Kultur und Sport. Und hier versuchen wir zum Nutzen der Schule und der Schülerinnen und der Erziehungsberechtigten Kultur und Schule zusammenzubringen. Das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Wir nutzen unsere hier vorhandenen Neuköllner Künstler, wie zum Beispiel die Neuköllner Oper, gegen einen kleinen Honorarbeitrag, gehen die in die Schulen hinein und bringen mit den Lehrern zusammen den Kindern, wir haben 15.000, 16.000 Grundschulkinder, das Theaterspiel bei. Das Faszinierende daran ist, dass das richtig Profis sind. Und ein Profi ist nun mal besser in dem Punkt als ein Lehrer. Aber es ist eine vernünftige Symbiose. Und jedes Jahr beteiligen sich 1.000 Kinder in unseren Saalbau und dann auch im Gemeinschaftshaus, wo richtige professionelle Bühnen bestehen. Und präsentieren hier ihr Können. Und es ist deshalb so wichtig, denn mit Hilfe des Theaterspiels lernen diese Kinder zu üben, sauber zu sprechen und auch Disziplin. Das gehört eben alles zusammen. Und die andere Säule, die wir unter anderem haben, abgesehen von Angeboten der Volkshochschule, die andere Säule, die wir haben, ist unsere Musikschule Paul Hindemith, wo wir mehrere hunderttausend Euro zur Verfügung gestellt haben, um die Kinder, die Musik lernen wollen, wir hatten eine Warteliste von 850 Kindern, die haben wir abgebaut, mit Hilfe der Bezirksverordnetenversammlung, die 400.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Und so lernen die Kinder Musik und wir machen auch zusätzlich was. Auch die Musikschule geht in die Schulen hinein mit den Lehrern, mit den Musiklehrkräften zusammen. Und da machen wir so ein Projekt zum Beispiel Mozart rappt, sodass klassische Musik mit einer gewissen Jugendkultur zusammengeführt wird. Und die Hauptschüler, aber auch Gymnasiasten lernen, dass Rap ist das eine, aber Mozart oder Bach ist das andere. Und ich denke, das ist eine ungeheure Bereicherung. Und dieses Potenzial der Zusammenführung und der Vernetzung für unsere Kinder und Jugendliche, da sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr rege, um das zu nutzen. Und dass wir auch hier zufriedene Eltern und vor allen Dingen auch eine vernünftige Zukunftsperspektive unseren Kindern und Jugendlichen anbieten können. Auf diesem Weg erreichen Sie natürlich auch für die Kinder ein sogenanntes Selbstwertgefühl, ein Persönlichkeitsgefühl, was nicht zu unterschätzen ist. Genauso soll es sein. Wir haben ja jetzt zurzeit seit dem Jahr 2006, 2007 auch ein anderes Projekt zu laufen, das der Bezirksbürgermeister Habuschkowski unterstützt hat, den sogenannten Mitmachzirkus Mondeo. Hier lernen pro Jahr ca. 6.000 Kinder, wie sich Artisten bewegen, dass man ein vernünftiges Verhältnis zu den Tieren bekommt und mancher kleiner, ich bitte darum Nachsicht, Rabauke lernt, dass man sich auch anders durch die Welt bewegen kann. Und das ist sehr nützlich. Ganz zu schweigen auch hier unsere Werbeaktionen für den Sport. Wir haben ja 120 Sportvereine im Bezirk Neukölln mit 30.000 Mitgliedern. Gestern hatten wir eine Großveranstaltung gehabt in der Oderstraße in einer wunderschönen Sporthalle. Hier haben wir 600 Meisterinnen und Meister geehrt, von 6 Jahre an bis zum 78. Lebensjahr. Und ich sag mal so, man braucht nicht auf der Straße rumzulungern. Es gibt Möglichkeiten und wir bemühen uns, den Eltern und den Kindern und Jugendlichen auf diese Möglichkeiten aufmerksam zu machen und anzubieten, um dass da ein vernünftiger Weg ins Leben gefunden wird. Also in der Jugendkultur wird eine ganze Menge gemacht. Ja, das kann man so sagen. Auch die Abteilung Jugend bemüht sich ja mit ihren Jugendfreizeitheimen, dort auf das Angebot für die Jugendliche zu unterbreiten und für die Kinder. Da ist auch wird eine rührige und positive Arbeit geleistet. Allerdings muss ich hinzufügen, man selbst muss sich auch etwas bewegen. Also wir können nicht nur da mit einer Schubkarre durch die Gegend fahren und bitte, bitte sagen. Also ein bisschen Eigenengagement muss schon vorhanden sein. Wir wollen es zumindest verstärkt das fördern und fordern. Ganz zum Schluss wollte ich vielleicht noch einen Hinweis geben, der die Sache ein wenig einrahmt. Was Sie tun, ist ja letzten Endes eine Jugenderziehung und auch, wie Sie eben sagten, eine Erwachsenenerziehung. Und ich glaube, darauf kommt es an. Naja, Erwachsenenerziehung ist ein bisschen schwieriger. Wir sind ja nicht dafür da, Erwachsene zu erziehen. Das ist ja gerade das Kennzeichen von Volljährigkeit.
dass sie sich selbstständig durchs Leben gehen. Nein, aber was wir machen ist, schaut her, wir haben diese Angebote, braucht ihr unsere Hilfe, wir kommen und wir geben auch eben die entsprechenden Vorbilder, sei es in der Musik oder sei es auch bei den grandiosen Leisterinnen, die unsere Sportler hier verbringen. Und Frau Steffen nimmt ja derzeit auch an der australischen Weltmeisterschaft dann teil, um sich da zu präsentieren. Und da merken Sie, das sind Menschen in Neukölln, die unter uns leben und diese hervorragende Leistung in vielen Bereichen erzielen. Also, Neukölln ist nicht hinten? Bitte? Neukölln ist nicht hinten? Nein, Neukölln ist, kann man sagen, in vielen Bereichen, das wird unterschätzt, vorne und nicht nur im Negativen. Darf mich recht herzlich bedanken. Bitte schön, danke. Sie weihen quasi heute zum zweiten Mal das Gemeinschaftsfeuerhaus ein nach der Wiedererstellung, nämlich die erste Aktion. Ist das richtig? Nein, das stimmt Gott sei Dank nicht, weil es ist heute schon die fünfte Veranstaltung nach der Eröffnung. Wir hatten also schon einen Schulball, wir hatten schon drei große Vereinsversammlungen und haben also schon ordentlich zu tun gehabt in den vergangenen zwei Wochen. Also man hat hier heute gehört, die Leute A und O. Das heißt, Sie waren sehr erstaunt, wie schön sich das Haus jetzt hier darstellt. Vor allem die Helligkeit. Ja? Und als ich vorhin oben war und die Eröffnung mitgefilmt habe, ist mir aufgefallen, dass die Leute nicht im Dunkeln standen, sondern im Hellen waren. Und das vielleicht auch mitentscheidend. Ist das richtig? Ja, es ist natürlich viel gemacht worden. Also einerseits ist am Licht tatsächlich was gemacht worden, dass wir also eine andere Saalbeleuchtung haben, dass wir eine hellere Saalbeleuchtung haben, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, diese Saalbeleuchtung auch zu steuern. Und was natürlich auch noch zu dieser Helligkeit beiträgt, ist einfach die Farbgebung des Saals. Also wir haben jetzt helles Holz, wir haben helle Farben an den Wänden und das gibt dem Ganzen eine angenehme Atmosphäre. Es muss ja Freude und Spaß machen, hier neu zu agieren. Ist das richtig? Na klar, ist doch toll, wenn man ein neues Haus zur Verfügung hat, wo man maßgeblich auch entscheiden kann, was stattfindet und wer hier was machen kann und mit Leuten kooperiert, die das Haus nutzen wollen und zum Teil mit ganz tollen Leuten und Vereinen, so wie das eben heute auch der Fall ist, dann macht das schon Spaß. Es sind ja zum Teil wiederkehrende Dinge, die hier absolviert werden, das heißt, auf die Sie fest rechnen können. Ist das richtig? Na, wiederkehrende Dinge sind natürlich schon, dass die großen Sportvereine Neuköllns, zum Beispiel, dass die Musikschule Neuköllns und dass die Volkshochschule dieses Haus sehr nutzen. Also da haben wir immer wiederkehrende Veranstaltungen und das ist ja auch richtig so, weil dieses Haus ja auch für die Vereine und für die Neuköllner, für die Gropiusstädter da ist. Im Grunde genommen ist das Haus ja auch eine Visitenkarte für den Bezirk. Das muss man mal ganz ehrlich zugeben. Und da ist natürlich ein neues, helles, modernes Haus ein bestes Vorzeigeobjekt. Ja klar, und ich meine, das ist ja auch so, dass viele Bürger, die noch nie in der Gropiusstadt waren, das nicht erwarten, dass wir hier so ein Juwel in der Gropiusstadt haben und dann alle immer wieder erstaunt sind, oh, so ein tolles und großes Haus. Es ist ja nicht nur schön, sondern es ist ja auch groß. Für Neukölln ja auch ganz wichtig, dass wir hier ein Haus haben mit einem Saal, wo 500 Leute reinpassen. Und dass wir einen kleinen Saal haben, in den 180 Leute reinpassen. Das, solche Veranstaltungsorte muss man erstmal suchen. Also und insofern muss es einfach angenommen werden und wird auch angenommen. Also wenn ich mir die Gemeinschaftshäuser in anderen Bezirken ansehe und hier vergleiche zu diesem, dann ist mir dieses hier eigentlich das genehmste. Mir auch. Na los, sind ja die Leiterin, ist ja klar. Aber was wird außer den bisherigen Dingen auch in Zukunft dann als Neues zukommen? Naja, es ist so, ich werde immer wieder nach der neuen Konzeption gefragt. Ne? Und ich muss sagen, ich bitte ein bisschen um Nachsicht, weil wir hatten in dem letzten halben Jahr so viel noch zu tun hier mit diesem Bau. Und wir haben immer noch viel damit zu tun, dass das hier alles richtig in Gang kommt. Und das will ich erstmal alles im Griff haben. Und natürlich gibt es konzeptionelle Ideen, die in meinem Kopf sind. Ich möchte vor allen Dingen die ganzen Nutzer, die in dieses Haus kommen und die nicht die Säle nutzen, denn das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, es gibt hier 38 Volkshochschulkurse, es gibt Kurse der Musikschule, musikalische Früherziehung, die Chöre, die Gropiuslerchen und die bis zum Erwachsenenchor hin haben hier ihren Sitz. Wir haben eine Bibliothek, wir haben eine Seniorenfreizeitstätte und wir haben einen Kinderclub, der betrieben wird von der Stadtvilla Global. Diese Nutzer alle, die haben das Haus bisher so nebeneinander hergenutzt
Und da möchte ich gerne, dass wir auch viel mehr miteinander kooperieren, dass wir alle zusammen dieses Haus als unser Haus begreifen und demnach auch die Konzeption entwickeln. Wir hatten im Januar bereits eine Zukunftswerkstatt mit allen großen Nutzern, wo wir dann schon erste Ideen auch gesammelt haben, die wir dann auch in der Zukunft umsetzen wollen. Also eine große Gemeinde. Schön wäre das, wenn wir das schaffen würden, dass wir hier alle Nutzer des Hauses eine große Gemeinschaft sind, die erkennen, dass es ihr Haus ist, für das wir uns also auch alle gemeinsam einsetzen müssen. Darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Gerne.